Willkommen bei Reckhorn. Mein Name ist Klaus Reck. Ich zeige Ihnen heute unser Lautsprecher-Set CS6. Der besteht aus zwei dieser Bassmitteltöner, linker, rechter Kanal und links und rechts je ein Hochtöner. Was auffällt, ist der flache Korb. Wir haben hier ein Spezialsystem für Türeinbauten, die hinten nicht viel Platz haben, sodass also hier die Scheibe manchmal schon runterkommt. Und deshalb funktioniert das Ganze nur, wenn wir den Magnet nach vorne legen, der auch nicht zu groß sein darf. Und deshalb landen wir automatisch bei einem sehr, sehr starken, kompakten Neodym-Magnet. Dieser Magnet ist fest angebaut an diesem Gusskorb. Das Ganze ist einstückig. Der Gusskorb wird speziell für Reckhorn hergestellt, ist hinten offen, sodass hier keine Kompression der Membrane funktioniert und vorne das Koppelteil für den Magneten ist einstückig angebaut. Der Hochtöner ist so klein wie möglich, ist eine 25 mm Kalotte mit möglichst wenig Fleisch drumherum, damit Sie ihn zum Beispiel in Spiegeldreiecke einbauen können, die im Auto zum Teil sehr eng bemessen sind. Wir haben dazu ein Schaumteil, was hier angeklebt wird. Und dann kann man mit der Schere hier sich diese Teile so zurechtschneiden, dass man das Teil nur noch reindrücken braucht, ohne irgendwelche Schrauben. Die Kabelverbindung führt dann zum Bassmitteltöner und außer der Minusleitung sehen Sie hier drei Plusleitungen, die jeweils eine andere Lautstärke hier im Hochtöner erzeugen, durch Widerstände, die hier eingebaut sind. Wichtig ist der hochwertige Folienkondensator, der dafür sorgt, dass auf dem Weg zum Hochtöner keine Klangqualität verloren geht. Wie baue ich den Hochtöner ein, ohne ein Spiegeldreieck in meinem Auto? Das wäre dann die Montage mit diesem Bügel. Der wird hier eingeschraubt, eingeklammert im Loch, was ich mir in der Tür hergestellt habe. Und von vorne der Ring, der einen sauberen Randabschluss bildet. Warum ist der Basslautsprecher so leicht? Wir verkaufen Lautsprecher nicht nach Gewicht, aber ernsthaft. Es geht um Qualität. Leicht ist es zunächst mal, weil wir einen Aluminium-Gusskorb haben und das Schwerste beim Lautsprecher, nämlich die dicken Ferritmagnete, die entfallen hier, weil wir einen hochwertigen Neodym-Magnet haben. Dieser ist stärker als die meisten Ferritmagnete, die hier dranhängen. Daher das leichte Gewicht und daher auch der einfache Einbau bei sehr flachen Einbaubedingungen. Was bedeuten die Linien auf der Membrane? Die Membrane besteht aus Aluminium. Das Rohteil sieht zunächst silbrig aus, nachdem es aus der Form kommt, und ist noch relativ weich. Wir schneiden dann an 5 Stellen asymmetrisch ein, sodass sich hier 5 verschiedene Felder ergeben, die dann nur geringfügig schwingen, im Vergleich zu Resonanzen, die Sie auf einer einstückigen Membran haben. Diese Linien werden mit einer weichen Dämmmasse wieder aufgefüllt, sodass das Ganze natürlich luftdicht ist. Und die Härte entsteht durch die Eloxalschicht beiderseitig schwarz. Das wirkt sich aus wie eine Keramikbeschichtung und deswegen ist die Membrane extrem stabil, aber ohne die Klingel oder Glockenresonanzen, die Sie sonst bei Hartmembranen finden. Ist die Weiche nur für den Hochtöner? Ja, denn der Bassmitteltöner benötigt keine Weiche. Das ist ein Breitbandlautsprecher, der so konstruiert ist, dass er nach den sehr, sehr klaren Mitten, die er produzieren kann, bei ca. 4 kHz automatisch abfällt, unter anderem durch die Membrangeometrie, durch diese Einschnitte, die wir hier auf der Membrane sehen und durch die hochdämpfende Gummisicke, denn die Bassdrosseln, die sonst hier im Pluszweig zum Basslautsprecher liegen, verschlechtern
die Bassimpulse. Denn wenn der Lautsprecher 4 Ohm hat und ich habe nochmal 1 Ohm in der Bassdrossel, dann ist die direkte Steuerung durch den Verstärker, der die Membrane nach vorne und hinten bewegt, deutlich schlechter. Wir haben hier hervorragendes Impulsverhalten, sehr gute Bässe in der Autotür, glasklare Mitten und einen eleganten Abfall, der eben auf der Hörachse 30, 35 Grad dazu führt, dass wir etwa bei 3 kHz den gewünschten Abfall haben, ohne Frequenzweiche.